Die Montagsmaler. Heute Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach, vertreten durch Dr. Alfred Gerhards, Schatzmeister und Mannschaftsarzt. Hobbys, zwei silbergraue Pudel und große Spritzen für die Mannschaft. Lorenz Hilkes, Unteroffizier der Bundeswehr und Stürmer. Horst Köppel, hervorragender Dribbler, elffacher Nationalspieler und zweifacher Vater. Uli Stielecke, Abwehr und Mittelfeld, vierfacher Amateur-Nationalspieler, steht in Helmut Schöns Notizbuch. Und die Kindermannschaft, Antonius, Jürgen, Achim und Michael. Eintracht Frankfurt mit Thomas Rohrbach. Links außen, Pfarrerssohn und Mannschaftsclown. Silvia Schenk, mehrfache deutsche Meisterin auf den Mittelstrecken. Studiert Jura und demonstriert gelegentlich. Klaus Schmittinger, vierfacher deutscher Tischtennismeister. Studiert Sport und Geografie, hat seit 10 Wochen einen Kater namens Buffy. Gerd Trinklein, junger Gastwirt, Libero und einmaliger B-Nationalspieler. Und der Kindermannschaft mit Thomas, Gabi, Detlef und Trixi. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte nehmen Sie Platz. Machen Sie es richtig bequem bei uns. Sieht aus wie ein Trainerbänkchen. Sie soll sich wohlfühlen heute Abend bei den Montagsmalern. Wir haben so lange Pause gehabt. 4 Monate Pause wegen der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich glaube, einen netteren Anlass, um eine Fernsehsendung mal abzusetzen für ein paar Monate, gibt es nicht. Ich kann mich gut erinnern, in der letzten Montagsmaler-Sendung habe ich den Fußballer noch gesagt, wir drücken die Daumen, dass wir auch Fußball-Weltmeister werden. Und das hat ja so unglaublich geklappt, nicht? Jetzt kann ich also gleich sagen, ich drücke weiter die Daumen, dass nämlich keiner der heute hier Beteiligten verletzt wird. Es ist eine sehr harte Fußballwoche, Europapokal, Bundesliga. Und die Mannschaften, die zu uns gekommen sind, haben beide schwere Mittwochsspiele. Und deswegen, jetzt werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten zu Hause, liebe Fernsehzuschauer, haben wir diese Sendung aufgenommen. Wir sind heute also keine Montagsmaler, sondern streng genommen Sonntagsmaler, die aber montags bei Ihnen malen. Also die Sendung ist heute, zu diesem Moment, wo Sie es jetzt sehen, genau einen Tag alt. Sie sind uns bitte nicht böse, dass wir Ihnen heute unser Montagsmalerprogramm aus der Konserve anbieten, mit Rücksicht auf die Herren Fußballer, damit Sie gut Punkte sammeln können für Ihre Vereine. Im Einzelnen sind Sie schon vorgestellt worden. Wir haben vielleicht im Laufe des Spieles noch ein bisschen Gelegenheit, uns zu unterhalten. Herr Dr. Gerhard, Sie sind der Mannschaftsarzt, der Mann, der mit der Spritze gezeigt worden ist. Ich glaube, dazu haben Sie sehr selten Gelegenheit einzugreifen und dann müssen Sie nicht, nicht? Nein. Gut, Sie werden heute die geistige Spritze mitbringen in die Mannschaft. Wollen Sie beginnen im ersten Spiel? Und all denjenigen, die sich vielleicht zum ersten Mal bei den Montagsmalern einschalten, möchte ich Ihnen wirklich in wenigen Sätzen erklären, worum es geht. Ein Satz von unserem Produzenten ist mir da immer im Ohr und er sagte, sag doch einfach, ein paar raten und einer malt. Das ist wirklich ganz knapp und präzise ausgedrückt. Einer malt, die anderen raten, aber jeder kommt mal beim Malen dran. Und so ist das ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Wir haben dann auch Lampen eingebaut, vielleicht können wir die mal erhellen. Solange eine solche Lampe brennt, gilt ein Begriff als nicht erraten. Wenn sie ausgeht, heißt das, hier gibt es Punkte. Wir spielen in 3 Runden. Die erste ist die leichteste, dauert 2 Minuten und pro erratenen Begriff 3 Punkte. Und jetzt geht's auch gleich los. Darf ich die Banderole lösen, den ersten Begriff auf die Seite tun. Da ist nämlich eine Nullzahl dran, falls das Gerät noch nicht richtig eingestellt wäre. Und jetzt geht's los. Achtung, Spiel ab, Herr Dr. Gerhards. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob es die ersten Punkte gibt für Borussia Mönchengladbach. So, raten. Ei. Ei ist schon gut. 2 Eier. 2 Eier ist besser, ja, aber ist es nicht. Na? Eierbecher. Nein. Eierlöffel. Gekochte Eier. Spiegeleier. Was sehen Sie noch? Sie sehen Eier und... Eierpfanne. Nein, was... Bratpfanne. Daneben. Na? Was sehen Sie daneben? Eierpfannkuchen. Eieruhr, richtig. Und der nächste. Wollen Sie wechseln, Herr Dr. Gerhards? Ja. So. Ball. Mann. Haare. Ja, was für Haare? Perücke, richtig. Ja, richtig. Frei. Herr Köppel, jetzt ist es leichter für Sie. Pilz. Nein. Schlüsselloch. Baum. Nein. Schlüsselloch. Na, das sieht doch so schön aus. Sektglas. Ja, ein bisschen größer. Glas. Weinglas. Ja, Geld. Noch größer. Pokal. Richtig. Ja.
Auge. Mann. Mann. Fußballspieler. Nein, ganz falsch. Fuß. Fußballschuh. Jetzt müsste er noch ein bisschen deutlicher werden. Zwei Männer. Frau. Ja. Mann. Mann und Frau. Ehepaar. Jetzt sind Sie nah dran. Sie haben vorhin schon ein Wort benutzt, was ganz richtig Heirat. Ist. Nein, nein, bleiben Sie in Ihrem Beruf. Fußballfrau. Fußballbraut. Fußballbraut, richtig. So, jetzt haben wir ja den richtigen Zeichner eigentlich. Gesicht. Herr Dr. Gerhards, Achtung, nun bin ich ja gespannt. Kinn. Nein. Zahn. Mund. Nein. Mund. Zahnweh. Zunge. Halsschmerzen. Die falsche Stelle. Hals, da wird's heiß. Halsweh. Da wird's heiß. Kragen. Nein. Krawatte. Ja, ich darf es Ihnen jetzt nicht sagen. Nachher werden Sie sich sehr ärgern, vor allen Dingen der Dr. Gerhards, der hätte eigentlich da anatomisch etwas firmer sein müssen. Ich darf mich bedanken. 12 Punkte für Borussia Mönchengladbach im ersten Durchgang. So, vielleicht darf ich die Gelegenheit benutzen, Ihnen unsere musikalischen Begleiter vorzustellen, die gleich einen Einzugsmarsch dann auch für die zweite Mannschaft spielen werden. Sie werden uns heute Abend musikalisch begleiten, und zwar Les Clochards. Und Einzugsmarsch für Eintracht Frankfurt. Das ist natürlich sehr nett, dass die Silvia gleich zu mir kommt. Silvia Schenk, eine ganz hervorragende Läuferin, wie Sie ja wissen. Und dieses Jahr hat es ja nicht ganz so geklappt mit dem Maß, das Sie sich gesetzt haben. Nächstes Jahr? Mal sehen, abwarten. Nächstes Jahr kommt erstmal das Examen. Mehr trainieren? Ach ja, ein bisschen mehr, aber viel mehr kann man da nicht mehr machen. Ich habe vorhin in dem Vorspann habe ich etwas gehört, das hat mich, fand ich nicht so ganz gut, wenn ich uns mal selber kritisieren darf. Da stand drin, Sie studieren und hin und wieder demonstrieren Sie ein bisschen. Kann man das überhaupt ein bisschen demonstrieren? Naja, wenn ich also von einer Sache überzeugt bin, dann kann ich dafür auch demonstrieren. Ich bin natürlich nicht von allem überzeugt, wofür jetzt im Moment demonstriert wird. Aber zum Beispiel gegen den Militärputsch in Chile und sowas, da kann ich schon auch mit. Da gehen Sie dann auf die Straße? Bei Ihrer Kondition werden Sie lange marschieren, ne? Gut, dann darf ich also jetzt die Eintracht bitten, Punkte aufzuholen. 12:0 bis jetzt für Borussia Mönchengladbach. Achtung, es wird sich gleich ändern. Spiel ab. Finger. Apfeluhr. Ja, was für eine Uhr? Armbanduhr. Ne? Eieruhr. Richtig. Eieruhr. Gut, Robert. Ei, Ball, Ohr, Haare. Haare Perücke, ist gut. Lockenwickler. Perücke war richtig. Vase, Sektkorken, Flasche. Blumenvase. Blumenvase. Nein. Sekt, nein. Glas, Wein, Pokal. Weinglas, Pokal, Pokal, richtig, Herr Rohrer. Ja, ist schon gut so. Den haben wir doch. Oh. Ja, das ist ja. Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, Herr Trinklein. Fußball? Ja, ja, aber. Tor, Auswechselspieler, Nationalmannschaft, Trainer. Nein. Gelbe Karte, Schiedsrichter. Nein. Damenfußball. Ja, ja, fast. Fußball. Nein, das ist falsch, wenn ich sage fast. Fußball Herz, und? Fußball, Herz. Fußballliebe. Ja, die Liebe eines Fußballers ist möglich. Fußballbraut. Ja. Richtig. Ball. Oh, das ist was mit Kind und so. Kind, Apfel. Apfelkind. Augapfel. Hier der Kropf. Ja, ja. Kropf. Nein, nein, richtig, der Adamsapfel. Am Zeit. Achtung. Schuh, Teller, Suppe. Kartoffel. Hühnerauge. Ja, richtig. Nicht vorsagen, nicht der vorsagen. Schmitty, mach was. Wollen Sie zurückstellen? Ja, muss zurückgestellt werden, ist vorgesagt worden. Punktabzug und der nächste. Wie? Eieruhr. Flasche. So, aber es ist ja überhaupt kein Problem. Sie liegen in Führung. Und der Herr Trinklein, der entwickelt sich hier richtig zum Showstar. Hervorragend. 15:12 für Eintracht Frankfurt nach der ersten Runde. Dankeschön.
Und ich darf Ihnen unseren ersten musikalischen Beitrag ansagen. Und wenn man sagt, dass zum Beispiel Hennes Weisweiler sozusagen ein Talenteschmied ist für die Fußballer, so ist der Südwestfunk ein Talenteschmied für diejenigen, die sich im Showbusiness zeigen möchten. Es gibt hier eine seit vielen Jahren erfolgreiche Serie, den Talentschuppen. Und in der ARD-Talentschuppen-Ausscheidung hat jemand gewonnen. Und zu diesem ersten Preis gehörte unter anderem ein Fernsehauftritt. Und dieser Fernsehauftritt ist heute Abend in unserer Sendung bei den Montagsmalern für einen jungen Künstler, der zum ersten Male in einem solchen Rahmen auftritt. Sie können sich vorstellen, was der für ein Herzflattern hat. Wir wollen ihm die Daumen drücken und vielleicht wird dieses Parkett hier tatsächlich einmal zu den Brettern, die die Welt bedeuten, für Herbert Rainer. Gesehen. Ja, du wolltest alleine sein. Mit deinem Abschied vom Glauben ans Glück, das ein anderer zerbrach. In deinen Augen war immer November und du bist so jung und schön wie der Mai. In meinem Herzen war nur ein Gedanke, wann ist das vorbei? Ein Wunder ist geschehen, ich hab das Glück gesehen in deinen Augen, Baby. Lange hab ich gewartet auf diesen Augenblick. Ein Wunder ist geschehen und jeder kann es sehen, das ist die nicht leicht, wenn man glaubt, wie du, und dann alles verloren hat. Es tut so weh, ja, das Gleiche wie du, hab ich auch schon gespürt. Ich hab gewusst, was mit dir auch geschah, deinen Kummer im Herzen heilt nur die Zeit. Ein langer Weg bis zum Neuen Vertrauen, heute ist es so weit. Ein Wunder ist geschehen, ich hab das Glück gesehen in deinen Augen, Baby. Lange hab ich gewartet auf diesen Augenblick. Ein Wunder ist geschehen und jeder kann es sehen. Das ist die Liebe, Baby. Nie wird sie für uns beide zu Ende gehen. Ein Wunder ist geschehen, ich hab das Glück gesehen in deinen Augen, Baby. Lange hab ich gewartet auf diesen Augenblick. Darf ich Ihnen jetzt die Kindermannschaft vorstellen? Die Kindermannschaft von Borussia Mönchengladbach. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig gemacht. Das ist der Achim, das ist der Toni, der Jürgen und der Michael. Gut, bin ich sehr froh. Frank, darf ich mal was sagen? Ja, bitte. Wir möchten der Susanne Grassow viele Grüße mitteilen. Es tut uns sehr leid, dass sie am heutigen Tage nicht mitwirken kann. Und warum kann sie nicht? Sie liegt im Krankenhaus und hat eine Blinddarmoperation. Und jetzt guckt sie vielleicht zu.
Ja. Was meinst du, wie die sich freut? Also viele Grüße, Susanne, alles Gute, Blinddarm, halb so schlimm, nicht? Wir kriegen das hin. Und deiner Mannschaft drückst du jetzt die Daumen, vielleicht schaffen sie es ohne dich genauso gut, okay? Wollen wir mal sehen. Ihr fangt jetzt an, ja? Wer ist eigentlich, ihr habt ja natürlich bei der Fußballweltmeisterschaft alle unglaublich zugeguckt, ne? Wer ist denn so für euch der tollste Fußballer von der ganzen WM? Berti Fuchs. Ist ja nicht falsch, nicht? Jetzt sehen wir natürlich etwas, was Sie nicht sehen können zu Hause, liebe Fernsehzuschauer. Der Berti sitzt hier. Wir haben aber nicht nur den Berti hier, sondern ein paar Weltmeister. Den Rainer Bonhoff, der ist hier. Dann der lange Wolfgang Kleff ist bei uns und der Berti Fuchs und der Trainer. Ganz Borussia Mönchengladbach, denn Sie haben hier in Baden-Baden trainiert vor dem Europapokalspiel. Ich darf Sie mal herzlich begrüßen, denn ich kann mir vorstellen, dass die Fußballspieler zu Hause sagen, dann wollen wir sie auch sehen. So. Herr Weisweiler. Ich habe an Sie eine Frage, an Sie und an Ihre Mannschaft. Warum sitzen denn jetzt unsere Weltmeister auf der Reservebank und spielen nicht mit? Ja, wir haben ein Turnier gestartet und ich glaube, da war der Berti eben gerade der vierte oder fünfte Mann. Ersatzmann? Ersatzmann. Können Sie nachher, Sie wissen, dass man bei uns auswechseln darf? Vielleicht setzen wir noch ein. Gut, also wir drücken die Daumen, vielleicht kommt Berti Vogt dann in der dritten Runde. Nicht? In der Kinderrunde ist er ein bisschen zu groß. Vielen herzlichen Dank. So. Fängst du an, Achim? Wollen wir? Gut. Also, zweite Runde mit den Kindern. 3 Minuten pro erratenen Begriff. 3 Punkte. Achtung, Achim, sei bereit. Es geht los. Spiel ab. Leicht, ne? Badewanne. Fußball. Hund. Katze. Nein, nein. Ring. Brille. Handschelle. Nein. Nein. Brezel, richtig. Ach, das mit dem Haus Rätsel. Ist ja gar nicht falsch, aber es ist ein ganz bestimmtes Haus. Hundehaus, Hundehütte. Ja, richtig. Tja. Ja. Schwein, Kuh, Rind. Schlange, Wurm. Ja, hast du, sag's nochmal, vorher. Schlange, nein. Wurm. Nein. Apotheke. Ich hab gedacht, ihr hättet es schon gesagt. Wenn wir das jetzt in Farbe hätten. Regenbogen. Nein, 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 Regenbogen, Regenbogen, richtig. Haus, Katze, Maus, Tisch, Tischdecke, Tischdecke, Ohren, Gefängnis, Wurm, Handschelle. Nein, der muss die Hände sehr frei haben, du. Torwart. Ja, richtig. Haus, Katze, Pferdeschwanz. Ja, richtig. Nee. Na, jetzt zähl mal langsam durch. Tausendfüßler. Ja, richtig. Fuß. Storch. Klavier. Storch, nein. Donnerwetter. Donnerwetter. Ihr habt eine eigene Geheimsprache. Fenster, Regenschirm. Anker. Schon 36 Punkte. Nein, aber Fenster, es ist ein Mann. Briefträger. Richtig. Maus, Katze. Lippenstift. Auge. Ja. Weinen. Ja, ja, was kann es dann sein? Was? Weinen. Traurig. Ja, ja, der ist traurig. Und was passiert dann, wenn man weint? Was vergießt man? Na? Tränen. Richtig. Ja, Feuerwehr. Hund, Katze, Maus. Hufeisen. Hufeisen. Ja. Hufeisen, Hufeisen. Aber das Hufeisen spielt jetzt eine wichtige Rolle. Guck dir. Ja, ja, was für eins? Glücksschwein. Richtig. So, und da kommt schon unsere Klingel. 48 Punkte. Großartig. Ganz toll wart ihr. Schickt ihr mir die Kollegen aus Frankfurt, ja? Dankeschön. Das ist ja wirklich ein Riesenergebnis. 48 Punkte Borussia Mönchengladbach, 15 für Eintracht Frankfurt. Und die wollen nicht kommen. Hallo.
So, bitte. So, jetzt muss ich euch natürlich auch noch begrüßen. Das sind alte Montagsmalerbekannte. Darf ich mal, Trixi, zu dir hier? Trixi, vielleicht bist du so nett, stellst noch mal die Kameraden alle vor, die mitgespielt haben schon bei den anderen Montagsmalern. Hm? Also mitgespielt haben schon die Gabi, ja, und der Detlef. Und dann habt ihr einen neuen. Ja, jetzt kommt noch neu dazu, der, also Thomas, ja. Thomas, wie fühlst du dich neu in der Mannschaft? Naja, wie schlecht. Trixi, wollen wir anfangen? Ja. Ja, gut. Also, auf geht's. Wir haben hier eine Treppe eingebaut. Wollt ihr die haben? Ja, Trixi braucht die, glaube ich, ne? So, bitteschön. Trixi, die Große. Und jetzt geht's los. Wie steht's? 48 zu 15. Ihr müsst euch anstrengen, aber die Begriffe sind ganz leicht. Du wirst es sehen. Spiel ab! Auto, Auto, Herz! Herz! Smiley! Smiley! Apfel! Nein. Brezel! Richtig! Hundehütte, richtig. Haus, Dach, Dach, Stein. Schildkröte. Stein. Nein. Sonne. Ja, Sonnenboot. Nein, nein. Sonnenliege. Regenbogen, richtig. Na, ihr holt sehr gut Haus, auf. Haus, Tisch, Tischdecke. Tischdecke. Fußballtor, Hockeytor. Das Tor alleine reicht ja nicht. Torwart. Ja, richtig. Na, Trixi? Elefant, Schwanz, Pferd. Ja. Pferdeschwanz. Pferdeschwanz, richtig. Haus, Haus, Schiff, Tausendfüßler. Ja, Tausendfüßler. Nee, größer. Weltsittich. Viel größer. Viel größer. Nein. Pelikan. Oh, wie Storch. Kann ich euch denn... Ja, richtig. Anker. Es wird spannend. 48 zu 39. Blume. Nein. Richtig! Ball! Ball! Gesicht! Rotwang! Nein! Knöpf! Tränen! Ja, richtig! Elefant! Rauch! Feuer! Schornsteinfeger! Feuerwehrmann! Das ist mir zu viel! Nicht der Mann! Feuerwehr! Richtig! Was für eins? Was für ein Schwein? Sparschwein, Ringelschwein. Ja. Ringelschwein. Also, nein, was gibt's denn noch für Schweine? Wie nennt man denn diese kleinen Sparschweinchen? Auch noch. Wenn man das öffnet, dann ist was drin. Da kann man sich was Schönes für kaufen, freut man sich und hat... Geld. Ja. Geldschwein. Ah, tut mir leid. Na, was wollen wir mehr? Unentschieden. Schade. Schade. Ein Glücksschwein war das. Ein Glücksschwein. Ich habe euch so geholfen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich noch sagen sollte. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch war eigentlich besser. Wer darf zuerst Geschenke aussuchen? Ihr wart alle punktgleich. Nein, nein, Moment mal. Einer hat 3 Punkte weniger gehabt. Das heißt, da sagt mir jetzt schon meine Jury, ich glaube, dass die Gladbacher besser waren. Ich frage aber nach, ja? Dankeschön. So, Borussia Mönchengladbach darf zuerst suchen. Ja, ja, ihr habt das Glücksschwein noch gehabt. Ja, ja, ihr nehmt das am besten mit. Guck mal, hier sind so viele Spiele. Am besten ist, ihr nehmt das mit. So, wir dürfen Ihnen wieder eine Künstlerin ansagen, damit wir da hinten mal ein bisschen
Verschnaufpause haben und damit unsere Kandidaten nachdenken können, wie gehen sie in die dritte Runde. Denn spannender kann es ja gar nicht werden. Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt 48-48. Und in diesem spannenden Moment, glaube ich, kann ich Ihnen auch genau den richtigen Auftritt ansagen. Eine sehr internationale Künstlerin, die in der ganzen Welt gereist ist, damals noch mit einer berühmten Popgruppe. Als Solistin ist sie zu uns gekommen, hat Eurovision gesungen, war in vielen Fernsehshows, heute Abend bei den Montagsmalern. Ich freue mich sehr auf Irene Scheer. Use a name that is commonly used, and we play a game that is commonly played. You check us into a room with a view, and you pay the tabs when they've got to be paid. I'll do whatever you want me to. Regular way.
wir kommen in die dritte Runde. Und diese dritte Runde ist natürlich die alles Entscheidende. 48 zu 48, Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Spannender kann es nicht werden. Wir haben ein Handicap eingebaut. Und zwar in dieser dritten Runde muss man die Begriffe erraten oder es gibt 5 Punkte Abzug. Herr Dr. Gerhards wird alleine zeichnen für die Mannschaft und alle anderen raten. Achtung, wir beginnen. Spiel ab. Mund. Wasser. Schiff. Badewanne. Kahn. Na? Das Kind mit dem Bart ausschütten. Nein. Was sehen Sie Sonne. Da? Sonne. Segelboot. Also ist ganz falsch jetzt. Es ist richtig eiskalt. Na? Finger? Nein, ist, ich weiß auch nicht, wie ich helfen soll. Vielleicht fangen Sie noch mal an. Leider Punktabzug. Aber vielleicht gibt es jetzt mehr Glück. Nächster Begriff. Fahne. Fahne. Fahne ist richtig. Denken Sie dran. Eckfahne. Es geht jetzt aber um komplizierte Begriffe. Eckstoß. Nein. Wenn die bunten Fahnen wählen. Nein. Weg vom Fußball. Weg vom Fußball. Fahne. Vereinswechsel. Mann, ich glaube, wenn Sie sich so beim neuen Verein vorstellen würden, würde der Sie nicht nehmen. Mit fliegenden Fahnen untergehen. Nein. Jetzt habe ich aber schon geholfen. Denken Sie an den ja, Punktabzug. Jetzt drücke ich die Daumen, jetzt wird das besser. Jetzt kommt auch was Hand. Ganz Leichtes. Hahn. V. Ente. Das Huhn, das goldene Eier legt. Ja, immerhin sind Sie jetzt schon ein beim blindes Huhn. Huhn findet auch einen. Richtig, die ersten Punkte. Ja, nicht in der Fußball. Ball, Fußball, ja. Zwei Bälle. Nein, ja, ich glaube Fußball. Oh, ein Hintern. Eskimo. Strubelpeter. Paul Breitner. Ja, richtig. Ja, das geht los. Strubelpeter war auch gut. Ohr. Herz. Ohrmuschel. Oh, ist schon richtig. Der Mann im Ohr. Der Mann, der Mann ja, wie heißt das? Mann im Ohr. Richtig? Ja, Mann im komm, Ohr. Weiter, Doc. Weiter, komm. Sie liegen wieder in Führung, wenn ich Ihnen das mal sagen Gnesel, darf. Pferd. Fuchs. Gestiefelte Kader. Richtig? Ah, komm, jetzt geht's los. Hey, Loren. Berg. Bergbesteigung. Zuckerhut. Zuckerhut von Rio. Nein, aber es ist wunderschön gemalt. Daumen. Fingerhut. Nein. Nadel im, ja, wie Nadel im Heuhaufen. Ja, richtig. Blatt. Das ist ein Märchen. Ach, 100%ig ein Märchen. Frau Holle. Peterschens Mondfahrt. Nein. Strubelpeter. Ja, richtig. Sehr stark. Zwischenstand 68 Schnecke, zu 48. Schneckenhaus. Schnecke. So schnell wie eine Schnecke. Nein. Langsam wie eine Schnecke. Nein. Herr Dr. Gerhards, noch im letzten Moment. Na, vielleicht schaffen Sie es. Da kommt der Gong. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind in Führung gegangen. Dürfen sich wieder ausruhen. 68 zu 48 für Borussia Mönchengladbach. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Frankfurter das aufholen können. Darf ich um die Frankfurter Eintracht bitten? Ja, der erste Blick, der gilt immer zurück. 68 zu 48 das Ergebnis. Sie müssen jetzt raten, Herr Trinklein, richtig konzentrieren auf den Apparat hier, nicht? Denn alles, was Sie jetzt sagen, das bringt Punkte und was Sie nicht sagen, bringt natürlich keine. Und die arme Silvia Schenk muss hier alleine malen. Es gibt Punktabzug, ich habe Ihnen das gesagt. Alle 30 Sekunden muss geraten werden oder 5 Punkte Abzug. Achtung, jetzt kommt das große Aufholen der Frankfurter Eintracht in der dritten Runde. Spiel ab. Teller. Salz, Moment, das Salz. Finger auf den Salzstreuen. Ja, das ist bisher alles richtig. Salzstreuer. Jetzt denken Sie aber bitte dran, dass wir kompliziertere Begriffe haben, Sprichwörter, Buchtitel in der dritten Runde. Auf den Teller Salzstreuen. Tja, auf den Teller Salzstreuen ist nicht falsch. Dafür gibt es noch einen etwas geläufigeren Ausdruck. Mit Wasser. Punktabzug. Haha. Sieht ja gar nicht gut aus. Fahne. Ja. Die Fahne ist mehr als der Ton. Nein. Linienrichter. Nein.
Die Fahne in den Mund nehmen. Eine Fahne in den Mund nehmen. Jetzt sind Sie natürlich ganz nah dran. Eine Fahne haben. Richtig. Ach, ja, das wüsste ich eigentlich. Stell dir vor. Topf, Kessel, Kinderwagen. Eier legen. Wie, nichts Eier legen? Die Eier im Häufchen. Fußball. Also, ich fäng nochmal an. Achtung. Wie heißt? Na? Henne. Henne. Hühner auch nehmen, das Auge. Hühner legen. Blindes Huhn findet auch einen Korb. Richtig, Herr Schmittinger. Das stimmt. Stimmt. Entschuldigung. Ja. Halt, stopp, wir müssen die Zeit stoppen. Ihr kriegt noch mal ein paar Sekunden dazu. Ist gar kein Problem. Wir stoppen die Zeit. Hier kommt der nächste Begriff. Achtung, Spiel geht weiter. Mann, Fußball. Fußball, nein. Nee. WM. Weltmeisterschaftssymbol. Auch nicht. Mit Locken. Weltmeisterschaftsfanfare. Moment, Kaiser Franz. Ayala. Kaiser Franz. Ja, der nicht. Gucken Sie noch mal an. Der nicht. Na? Der, Sie sind ja nah dran. Sag doch mal einen. Na? In Mexiko, nee. Warum verlangen Sie eigentlich, dass der Tischtennisspieler einen nennt, Herr Trinklein? Ja, weil er den Schläger hat. Sie müssen doch die... World Cup Willi. Ja, tut mir leid. Macht er nichts. Ohren, jemanden die Ohren langziehen. Ohren, Na, was sehen Sie? Kleinen Mann im Ohr. Kleinen Mann ja, im Ohr. Richtig. Sie können es noch schaffen. Haben wir noch. Was ist denn das? Das ist ein Pferd. Nee, das war ein Na? Eine Katze. Nix Katze. Doch, der gestiefelte Kater. Der gestiefelte Kater. Richtig. Gut. Noch eins, Jungs. Zuckerhut. Zuckerhut. Eine Nadel im Heuhaufen. Ganz richtig. Schnee im Kopf. Hand, viele Hände ergeben einen Brei, oder wie? Nein, Kopf. Ja, nochmal. Kopf, Strubbelpeter. Richtig. Jetzt wird's spannend. Es wird spannend. Im Badeschwimmen, Schwimmbad. Tut mir leid. Wir haben ein Unentschieden. Das ist uns in der ganzen Sendung noch nie passiert. Wir kennen das vom letzten Jahr. Unentschieden 68-68, Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Das macht uns aber in keiner Weise verlegen. Ein bisschen Musik von Les Clochards. Wir holen uns weitere Begriffe. Kriege ich schon von dir, Trixi? Das ist viel. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. So. Jetzt wird's spannend. Ist schon gut. Okay, ja. Jetzt wird es spannend. Und zwar bekommt jetzt jeder... Nee, den Umschlag brauche ich noch. Ja, aber wenn ich da drauflegen, dann kann ich es wieder nicht sehen. Stört das? Gut. Ja. Da ist er ja drin. Da ist er erst noch drin. Müssen wir das rausholen. So, jetzt bekommt also jeder einen Begriff. Und wer ihn am schnellsten errät, hat gewonnen. Jetzt geht es um die Zeit. Achtung. Jetzt geht es um die Zeit. Spiel geht ab. Fußball, Tor, Elfmeter. Stopp. So, jetzt muss ich den Begriff natürlich hier löschen. Ist schon passiert. Darf ich Sie wieder in die Kabine bitten und schnell die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Jetzt geht's drum. So, es geht drum. Achtung. Unentschieden haben wir bisher. Ein Begriff wird nur geraten. Wer ihn am schnellsten herausbekommt, der hat gewonnen. Achtung, Herr Dr. Gerhards. Spiel ab. So, raten. Strafstoß. Elfmeter. Ja, jetzt ist natürlich die Frage groß, wer war am schnellsten? Hinten wurde gestoppt. Wir werden es sofort hören. Ja, bitte. Das gibt's doch nicht. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört. Es war zeitgleich. Bleiben Sie gleich hier, Herr Dr. Gerhard. Dankeschön. Donnerwetter, das wird ja spannend heute Abend. Achtung, wir machen gleich weiter. Der nächste Begriff im Stechen. Spiel ab. Bitte nicht vorsagen. Ei. Mond. Uhr. Nein. Mittellinie. Nein. Na? Der Mann im Mond. Nein. Helmut Schön. Atlas. Globus. Sie sind nah dran. Was ist hier gemeint? Globus. Pol. Sie sind nah dran, ja.
Äquator. Richtig. So, darf ich Sie wieder bitten, hinten Platz zu nehmen und gleich die nächste Mannschaft zur... Moment, wir müssen löschen. Kann es überhaupt nicht werden. Achtung, es geht wieder um die Zeit. Silvia, konzentrieren. Spiel ab. Ei, Mann, Fernsehen. Erdkugel. Globus. Äquator. Äquator, richtig. Ich warte trotzdem auf den Anruf hier, wer am schnellsten war. Das muss ja gleich Ding. Also für mich eindeutig, nicht? Ja? Danke. Ganz eindeutiger Sieg. Eintracht Frankfurt hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, wir sollten auch die Besiegten zu uns bitten. Denn einen so spannenden Abend haben wir wirklich noch nicht gehabt. Zwei Stichfragen. Da gibt es eigentlich keine Sieger und keine Gewinner. Aber es muss gesagt sein, Eintracht Frankfurt steht im Finale der Montagsmaler im Dezember. Herzlichen Glückwunsch. Und wollen Sie sich noch Ihre Bilder anschauen? Denn bei den Montagsmalern gibt es natürlich Bilder von Sonntagsmalern. Und jeder kann sich jetzt ein Bild aussuchen. Sie sind die Gewinner. Bitte suchen Sie zuerst. Was gefällt Ihnen am besten? Vielleicht kann man hier ein bisschen helfen. Oh, der dicke Müller. So, bitte suchen Sie sich ein Bild aus, das Ihnen am besten gefällt. Vielleicht darf ich an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass wir diese Bilder hier von Sonntagsmalern aufgehangen haben, dass wir aber auch ein paar Bilder dabei haben. Wir hatten einen Wettbewerb mit einer Zeitung gemacht und da sind auch Siegerbilder mit dabei diesmal. So, was hat sich denn wer ausgesucht? Oh, guck mal an, Herr Rohrbach. Herr Rohrbach hat sich dieses Bild ausgesucht vom Bomber Müller. Weshalb, Herr Rohrbach? Ja, ich finde immer wieder schön, wie die Zeichner zum Beispiel eben die Fußballspieler hier den Gerd Müller sehen. Gut. So, während Sie noch suchen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Durch das ganze Stechen, durch die Stechfragen sind wir etwas in Verdruss gekommen hier zeitlich. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wir treffen uns wieder bei den Montagsmalern in 4 Wochen und dann müsste gepaart sein der VfB Stuttgart gegen, das kriege ich auch noch raus, gegen Kaiserslautern, gegen den ersten FC Kaiserslautern. Heute in 4 Wochen viel Spaß mit den Bildern. Danke fürs Mitmachen, ein spannender Kampf und viel Glück beim Europapokal an beide Mannschaften. Dankeschön, schönen Abend, auf Wiedersehen.